Jo, meine Freunde, was geht? Der True Alman, True Element, Dankeschön für die 1000 Bits, Junge. Ihr will noch einer Maxilium Konkurrenz machen, auf jeden Fall. Aber ich glaube, an dem für diesen Monat kein Weg vorbei. Der haut nämlich nochmal 1000 Stück raus. Dankeschön, Geld mal glücklich. Also mich schon auf jeden Fall, safe. Ja, was geht? Wir reagieren heute auf, wie heißt er denn? Plointer? Spaß, ich weiß doch, wie er heißt. Plointer, der hat nämlich ein Video zu Bushidos lyrisches Talent gemacht. Und da lasse ich mir natürlich nicht lumpen, da gehen wir rein. Bushido, einer der größten Rap-Legenden aller Zeiten. Den kennt wahrscheinlich jeder von euch. Ich meine, Bushidos B ist bekannter als der Bundesadler oder das letzte Abendmahl. Er hat einfach dieses einzigartige Standing im Deutschrap. Ob aggressiv in die Fresse oder melancholisch-philosophisch. Er ist in der... Ja, ich finde Bushidos Stimme auch einfach nur krank. Also ich finde, Bushido hat die heftigste Rap-Stimme in Deutschland. Ich warte, dass ihr mir einen anderen Namen sagt, aber gibt keine. Bushidos Stimme ist... Ich würde mit Bushidos Stimme würde ich Sex haben. Ich würde gerne mit Frauen Sex haben, während Bushidos Stimme stöhnt. Sag ich euch, wie es ist. Er hat verantwortlich für einige der besten Deutschrap-Alben und stand zusammen mit Flair an seiner Seite auch mit einem der spektakulärsten Duos an der Deutschrap-Front. Lance Butters auch krank. CCN 1 und 2 mit Flair sind einfach eine Klasse für sich. Ja, Kinder, ist so. Gangster-Rap auf einem ganz anderen Level. Elektro-Ghetto ist bis heute einer meiner Lieblingsalben der frühen 2000er. Black Friday ist ein absolutes Prachtexemplar. Sein 20-jähriges Jubiläum Mythos fand ich auch richtig gut. Und natürlich nicht zu vergessen, einer der härtesten Alben in Deutschland und wahrscheinlich Bushidos Höhepunkt. Sonny Black. Seit 1998 ist Bushido im Musikbusiness krass unterwegs. Eigentlich auch, und trotz dieser... Überleg mal, da war ich 3. Er hat einfach angefangen zu rappen, da war ich 3. Der ganzen Perlen darf man doch die vielen Fehlschritte nicht vergessen. Weil mich aber die ganze Clan-Scheiße, Polizeigeschichten, 31er-Moves und Familienstories überhaupt nicht interessieren, fokussieren wir uns heute einfach mal auf eine ganz andere, nebensächliche Sache. Die Musik an sich. Bushido ist, wie schon gesagt, ein begnadet talentierter und erfolgreicher Rapper mit einer unglaublichen Legacy. Hat aber doch so viele Fehltritte wie nur wenige in seiner Karriere gehabt. Ja, macht halt Kuchen. Entweder liefert Bushido richtig ab und packt Songs aus, auf die man noch in mehreren Jahren nostalgisch zurückblickt, oder er langweilt komplett oder scheißt richtig rein. Gerade lyrisch ist Bushido immer ein zweischneidiges Schwert. Bushido hat nie die krassesten Texte gehabt. Er bietet oft wirklich starke Zeilen mit Aussagekraft oder entspanntes Hip-Hop-Gepöbele, aber er droppt auch richtig viel Unsinn. Also wirklich richtige Pisse. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch? Schreibt das mal gerne mal rein. Was ist euch bei so einem Track mega wichtig? Also bei mir ist es so, ich finde so die Hälfte macht der Beat. Ich finde, wenn der Beat nicht geil ist, kann der Song noch so geil sein, aber du musst einfach, der Beat gibt so die Gefühle vor, sag ich mal. Also der Beat muss ballern, Digga, ja? Der Bass muss beischlafen. Gar keine Möglichkeit, sonst den zu feiern. Sonst, ich weiß nicht, ich finde Text würde ich sogar so sagen, so 30% vielleicht und so Flow 20. Weil das Ding ist zum Beispiel, ich finde Real Talk Wolke 10 von Mero, ne? Finde ich so vom Beat her und vom Flow finde ich das eigentlich voll geil so. Tatsächlich, auch wenn mich jetzt viele hassen. Aber der Text ist so scheiße. Wirklich, ich habe den Song so 10-mal gehört, weil ich wollte ihm wirklich eine Chance geben. Ja, weil oft, wenn ich so einen Song höre und ich denke mir so, ja, ist nicht so geil, dann hasse ich das meistens mal direkt und höre es ihm. Und ich dachte so, nein, ich gebe dem jetzt eine Chance. Der Text ist so unnormal. Ich kann mir das nicht geben. Ich kann mir das einfach nicht geben, Digga. Wirklich. Ich finde irgendwie die, der Refrain, die Hook bleibt super im Ohr. Richtig geil, feiere ich mega. Aber der Text ist so scheiße, ich konnte mir das nicht geben, wirklich. So, und ich weiß nicht, deswegen, ne, ich finde zum Beispiel der Refrain? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal, der die Hook. Und ja, deswegen, ich finde, sowas ist zum Beispiel halt mega wichtig. Das finde ich generell voll schade bei so voll vielen Tracks, die vielleicht so einen geilen Flow haben oder auch einen geilen Beat. Manchmal ist der Text so scheiße, ich kann mir das nicht geben. Da gibt's bei Bushido halt auch einige Sachen, die der so gerappt hat. Wobei, bei dem kannst du es wenigstens manchmal noch so ironisch feiern, ne? Irgendwie, Feuerwehr, ich weiß nicht, sind die Hater an, als ob mein Atem Feuer wäre oder so. Ist das vom Bushido? Ich weiß gar nicht. Und darum. Oder es ist Sonny Black der Ruler und dein Vater ist ein Schwuler. So, wo ich mir auch so denke, es ist so dumm, aber feierbar irgendwie. Geht es heute? Hier mal ein sehr bekanntes und peinliches Beispiel. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast, doch wenn ich rap ist, plötzlich die Kuh auf dem Dach. Alter, was? What the fuck? Was hat man sich beim Schreiben dieser Zeile gedacht? Es ist ja nicht mal so, dass die zweite Zeile als Zweckreim dienen könnte, weil man unbedingt die erste Zeile kicken wollte, weil die so stark und aussagekräftig ist. Und man ums Erbrechens willen keinen Reim auf schwul aus dem Knast gefunden hat. Es ist ja buchstäblich alles scheiße an dieser Line. Manche Typen kommen schwul aus dem Knast. Vor allem,
Also ich frage mich halt auch, also Bushido hat ja auch Ghostwriter, ne? Das weiß man ja. Und ich überlege bei sowas immer, also du bezahlst jemanden, der dir dann solche Sachen schreibt. Vor allem du rappst es ja auch ein. Also ich weiß, wenn mir jetzt jemand einen Text schreibt und ich müsste das einrappen, so würde ich mir auch so denken, Bro, weiß ich nicht, ist das dein Ernst? Hä? Ja. Und warum? Was ist da die Aussage? Soll das eine Punchline sein? Weil die Leute im Knast beim Seife aufheben in der Dusche so oft in den Arsch gefickt werden und das irgendwann so geil finden, dass sie selber damit anfangen rumzuficken? Oder was ist da die Aussage? Warum war es Bushido so wichtig, diese Zeile zu kicken? Und warum ist, wenn Bushido rappt, die Kuh auf dem Dach? Hat Bushido sich so Sprichwörter über Kühe durchgelesen und sich dann gedacht, Alter, so ein Kuhsprichwort passt richtig gut in einem Song namens Sharpshooter, in welchem ich darüber rede, dass ich der Geilste bin? Ich frag mich ja wirklich, wie kommt man da drauf, sowas zu kicken? Neben, dass Bushido einen Haufen solcher katastrophalen Lines kickt, gibt es ja bereits seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren die Gerüchte oder ja, mehr die Bestätigung, dass Bushido seine Texte gar nicht selber schreibt. Wie untypisch im Deutschrap, wo es in erster Linie auf den Text ankommt und alle bekannten Rapper bekanntlich solch begnadete Lyriker sind. Bushido selbst hat dazu auch schon Stellung genommen. Ich schneide euch die wichtigsten Sachen mal zusammen. So, du hast natürlich zwar jeden Tag, habe ich ja tausend Eindrücke und bla bla bla, aber Dicker, so, worüber soll ich rappen? Soll ich darüber rappen, dass ich an der Reichelt-Kasse stehe? Weißt du, was ich meine? Also nicht jedes Erlebnis und auch nicht jeder Eindruck in deinem Leben führt zwangsläufig zu irgendetwas Kreativem. Und das, was ich hier habe oder warum ich auch so eine große Gruppe habe, ich habe eine WhatsApp-Gruppe, da sind im Moment 7 Leute drin, die an beispielsweise so an einer Sache arbeiten. Das bedeutet nicht, dass die was machen und mir das alles geben, sondern ich setze mich mit denen auseinander. Ja, gar nicht mehr, also ich kann gar nicht so viel leben, als um daraus ein Album zu machen, brauche das direkte Feedback. Diese Erklärung ist durchaus plausibel. Was er sagt, macht auf jeden Fall Sinn. Ob Ghostwriting oder das generelle Arbeiten mit mehreren Leuten als Solokünstler mit einem solchen Bezug zu der Musik schlimm ist, ist ein Thema, welches wir noch einmal gesondert in einem ganz eigenen Video behandeln werden. Ja, also wie gesagt, ich habe das schon öfter gesagt, also ich finde Ghostwriting halt überhaupt nicht schlimm. So, ich sehe darin kein Problem, sowas zu machen. Ich finde, wenn man halt, also wenn man das halt geheim halten möchte und man wird erwischt, sollte man dazu stehen, nicht wie Kollega das macht. Aber so ist es mir halt vollkommen egal. Also weißt du, das Ding ist, ja, wie soll ich sagen? So, ich sehe das zum Beispiel so. Ich finde, Bushido zum Beispiel hat einen geilen Flow, der hat eine geile Stimme, so, der pickt auch immer geile Beats, so, aber zum Beispiel den Beat macht er auch nicht selber. So, wenn jetzt jemand den Text zu ihm schreibt, jemand mischt das Ganze ab, jemand dreht das Musikvideo, klar macht er dann halt weniger von dem Track. Ne, wenn er nicht mal den Text schreibt. Aber ich finde es halt nicht schlimm, weil für mich als Konsument ist doch nur das Endprodukt wichtig. Und wenn das Endprodukt geil ist, ist es mir doch vollkommen egal, ob Bushido den Text geschrieben hat, irgendein Kindergartenkind oder Mike. So, ja, der 20-jährige Mike. Grüße gehen raus an den 20-jährigen Mike, falls hier einer im Chat ist. So, es ist mir einfach scheißegal. Solange der Track halt geil ist, ist der Track halt geil. So, da sage ich doch nicht, ja, okay, der Track ist wirklich cool, aber den Text nicht selber geschrieben. Wie cringe ist das denn? So, wisst ihr, was ich meine? Deswegen ist es mir vollkommen egal, wer da wem die Texte schreibt. Ich meine, ich habe das ja schon bei dem Kolle-Video gesagt, da haben wir auf Pointer auch reagiert. Zum Beispiel bei Shirin David. Die geht mega offen damit um, dass Lars ihre Texte schreibt. So, und Lars ist ein begnadeter Lyriker. Ich weiß nicht, ob ihr Fire in the Booth gesehen habe von ihm, krank. Einfach Deutschrap übernommen, so, ja. Und da zum Beispiel gibt es auch Tracks von Shirin David, die ich mega feiere, die ja sonst gar nicht entstanden werden. So, warum soll ich mich dann als Konsument darüber aufregen und sagen, aber die macht das gar nicht selber? Ist doch vollkommen egal, so, ne. Die Tracks sind einfach geil, so. Und guck mal, es ist doch viel besser, wenn du jetzt zum Beispiel eine Shirin David oder ein Bushido rappen lässt, als jetzt zum Beispiel jemanden, der halt nicht so gut ist. So, ne, wenn ich jetzt halt jemanden habe, der mega die geilen Texte schreibt, aber der hat keine Ausstrahlungskraft, der kann vielleicht gar nicht flowen, der kommt nicht richtig auf den Beat, so, dann ist es doch besser, wenn du diesen geilen Song mit einer geilen Stimme und einem geilen Flow kombinierst. Deswegen, ich weiß nicht, ich habe da echt überhaupt kein Problem mit. Also, ja, das wird das nächste Video. Gerade bei Kollega ist diese Thematik ja auch brandaktuell. Viel interessanter ist aber die Frage, weshalb denn auf dem aktuellsten Album nachweislich ganze Parts von bisher dagewesenen Werken anderer einfach übernommen werden. Wo ist da die Zusammenarbeit oder Inspiration? Vom neuen Sonny Black 2 Album wurde beispielsweise nämlich ein ganzer Part vom Song Untouched einfach übernommen. Mit Text von Babassard, welcher Jahre zuvor, 2019, sogar schon mal halbwegs veröffentlicht wurde, in Form einer Hörprobe. Im Booklet steht allerdings dennoch Lyrics Bushido. Ja, sowas halt nicht so cool. Mehrere Künstler haben sich auch schon öffentlich zu Wort gemeldet und bestätigt, dass jemand oder ja, auch sie selber für Bushido geschrieben haben. Echo Fresh zum Beispiel, der wirklich viele Werke für Bushido. Warte.
Unter der Hand war schon lange bekannt, dass Arafat erinnerte sich im Stream nur vor kurzem daran, dass Echo auch den legendären Diss Leben und Tod ist keine Glücklichkeit für was hat. Dafür habe er ihm eine lächerliche Summe von 600 Euro versprochen. Digga, stell dir mal vor, du machst einen der krassesten Diss-Track der Deutschrap-Geschichte und kriegst 600 Euro dafür. Der, aber warum nimmt Echo denn das an? Check ich nicht, Alter. Junge, dafür hätte ich mindestens mal, keine Ahnung, Echo Fresh auch schon ein guter Lyriker, so. 20.000 oder so hätte ich dafür mindestens verlangt von Bushido. Es war ja klar, dass das so krass durch die Decke geht. Video verfasst haben soll. Unter anderem habe er zum Beispiel Leben und Tod des Kenneth Glöckler geschrieben und wurde dabei mit gerade einmal 600 Euro vergütet. What the fuck? Auch K1 hat mehrere Texte für Bushido geschrieben. Erst kürzlich wurde dies nochmal von Sido bestätigt, welcher meinte, dass K1 jede einzelne Strophe im Album 23 von Bushido schrieb und Bushido diese Strophen nur einrappte. Flair, Shindy, Lars, man kann davon ausgehen, dass jeder mal irgendwas für Bushido geschrieben hat. Wir könnten also als Konsumenten davon ausgehen, dass nicht alle, ich denke sogar nur die wenigsten Texte von Bushido selber geschrieben wurden. Das bedeutet, dass Bushido andere Leute für solche Zeilen bezahlt hat. Was? Oder? Das sind die einzigen Zeilen, die er wirklich selber geschrieben hat. Dann ist es auch noch mehr in Ordnung, sich einen Ghostwriter zu holen. Was das halt fast noch peinlicher macht. Wenn Bushido schon für einen großen und wichtigen Diss-Track nur 600 Tacken bieten möchte, dann können wir davon ausgehen, dass das Budget bei anderen Songs nicht viel höher war. Entsprechend kamen dann halt auch regelmäßig solche Zahlen zustande. Und dieses Mal sind meine Jungs mit an Bord, es ist grau hier, ich hab meinen Buntstift verloren. Es wäre schon wirklich sehr traurig, wenn Bushido jemanden bezahlt hätte, um in einem Song zu sagen, dass ihm die Buntstifte ausgegangen sind. Aber wirklich, krasse Line, Bro. Ich bin auch nur depressiv, weil mir die Buntstifte ausgegangen sind. Soll ich euch sagen, was passiert, wenn ich mal 30 bin? Da mache ich 9 Jahre Rap für all die schlechten Kids. Herzlich willkommen, ich bin der Typ, der mit der Rechten wächst. Ich muss ja schon sagen, dass die Aussage ein bisschen random kommt und auch irgendwie weird ist. Ich meine, cool, dass du mit der rechten Hand wickst. Sehr Community-bezogen. Ich will hier aber einmal die Gelegenheit nutzen und ansprechen, wie fucking weird es ist, als Rechtshänder mit links zu wichsen. Wer macht das? Genau, dieser Typ macht das. Das ist Ulti. Und Ulti... Wichsen? Rechtshänder mit der rechten Hand? Wie macht ihr das? Wichst mit links. Ulti, wer bist du? Ich weiß nur, was du bist. Und zwar ekelhaft. Tourist, vor dir steht ein Busfetischist und keiner deiner Luftküsse trifft. Ja, das hat ja K1 geschrieben auch, ne? Anscheinend ist das doch von 23, oder? Alter. Ich frag mich ja Real Talk, wie eine solche Zeile entsteht. Ich kann mir nur vorstellen, dass Bushido oder der eigentliche Verfasser einer der beiden Endreime cool fand und entsprechend darauf etwas zweckreimen wollte. Aber ehrlich, wie kacke ist das? Busfetischist? Was? Du bist blond und redest über Rap wie ein Nigger, Sonny Black, Kinderficker, aka Töte Digger. Ja, das ist schon ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, ob... Sonny Black, Kinderficker, ja, man, das ist auch, das sind auch so die Dinge, womit ich in Tracks angeben würde. Das noch unter coolem Hip-Hop-Gepöbele fällt, wenn man sagt, dass man ein Kinderficker ist. Digga, wie weird einfach. Warum dachte er so, Digga, ich erzähle jetzt einfach, dass ich Sex mit Kindern habe, Digga, das ist mega. Ey, Junge, es ist ein Bro. Jetzt wird mir klar, warum deine Familie so groß ist. Und dann sagen Leute, King of Kings von Bushido ist sau das krasse Album. Nee, eben nicht, ist halt sau das Kackalbum und vor allem sau kacke gealtert. Ich meine, er droppt einfach die N-Bombe. Wo kommen wir da hin? Wo bleiben die Twitter-Hater, wenn man sie mal braucht? Und außerdem tötet er Digger. Schon kranker Psychopath, dieser Bushido. Fick auf Ruhm, fick auf Geld, Junge, das hier ist für immer. Warum du so behindert... Wartet, ich geh mal kurz gucken. Irgend so ein Jakob, keine Ahnung.
Ja, die Kids haben aus Versehen hier geklingelt. Die Line ist nicht abgrundtief. Geld, Junge, das hier für immer. Also, sie ist schon kacke, beziehungsweise die zweite Zeile ist halt sau stumpf. Was mich hier aber besonders stört, ist, dass der eigentliche Song sau melancholisch episch ist. Und der dann plötzlich mit dem Zweckreim des Todes ankommt. Diese Stelle scheißt so richtig in den Song rein. Es zieht mich immer aus der eigentlichen Atmosphäre raus. Wenn ich will, blamier ich dich mit einem Endreim. Nicht Frank White, sondern Frank Weint. Ja, die Zeile habe ich schon oft erwähnt, das ist wirklich so peinlich, Alter. Flair und Bushido sind die Erzfeinde schlechthin. Und jetzt kündigt Bushido an, dass er Flair nur mit einem einzigen Endreim blamieren kann. Und dann macht er aus Flairs Pseudonym Frank White, Frank Weint. Das ist an Innovation halt auch echt nicht zu überbieten. Walter White? Kann man nicht sagen, Walter weint? Wow, wie innovativ. Sag, du bist Zeit, yo, schreien, Digga, doch, du bist White, yo. Keep it real, yo. Ich kümmere mich um meine Eier, meine Nase, mein Rap. Soll den Black, du willst weiten, komm her, drück weg. Man könnte meinen, dass man mehrere Würfel mit verschiedenen Wörtern auf allen 12 Seiten vom Würfel geschrieben hat und man dann immer einen neuen Würfel würfelte, um zu gucken, was man denn nun sagt. Er droppt wieder die N-Bombe, weist mich aber darauf hin, dass ich weiß bin. Bushido war einfach damals schon anders unterwegs. Dann weist er mich noch darauf hin, dass ich fett bin. Finde ich jetzt nicht, aber okay. Dann meint er, dass er sich um seine Eier kümmert mit der Ankündigung Keep it real. Alter, was? Ich weiß nicht mal, was ich dazu sagen soll. Vor allem, inwiefern kümmert man sich denn um seine Eier? Das könnte ein Skript aus Family Guy sein. Das ist einfach random. Danach folgt aber mein persönliches Highlight. Meine Nase, mein Rap, Sonny Black. Du willst mich biten? Komm her, drück Rack. Echt? Ich feiere es brutal, dass er hier auf seine Nase verweisen möchte. Bitte, was hat seine Nase hier zu suchen? Sein Rap und Sonny Black stehen halt in Verbindung, aber was will er mir mit seiner fucking Nase verraten? Digga, ich kann das halt auch alles einfach nicht mehr. Warum ist der so geil auf seine Nase? Oder will er Kokain schnupfen? Oder hat er einen Schnupfen? Kriegt er keine Luft? Ist das Drücken von Rack ein Zeichen dafür, dass Bushido bereits 2001 verzweifelt nach Hilfe gerufen hat, weil er keine Luft auf seiner Nase bekommt? Und nebenbei ist die Kuh auf dem Dach. Du bist cool in Zaubershase aus dem Hintern. Ich tanze splitternackt auf meinen Beats mit deinen Kindernutte. Digga, was? Junge, was hat der denn gedroppt? Die kenne ich gar nicht. Ich find's schon wirklich weird, wie Bushido hier regelmäßig mit seinen fragwürdigen sexuellen Neigungen flext. Digga, was? So, no King-Shaming und ich will echt gar nicht auf Moralapostel tun, aber das ist halt schon weird. Damals wollte man noch mehr auf die Kacke hauen, schon klar. Aber K1 vorzuwerfen, er sei ein Kinderficker, aber selbst damit prallen, nackt mit Kindern zu tanzen, weiß ich nicht. Walla Krise. Lass mal dein Comic-Rap. Es gibt nur einen deutschen Rapper, der kein Schutzgeld zahlt und das ist Sonny Black. Diese Zeile ist nicht nur krass scheiße, weil sie schlecht gealtert ist. Nein, sie war auch schon zum Release-Zeitpunkt einfach nur krank unauthentisch und weird. Es war schon zu diesem Zeitpunkt lange bekannt, dass Bushido Polizeischutz genießt und Jahre zuvor im Schutz vom Abu Shaka-Clan stand. Bushido ist basically einer der wenigen, die sowas wirklich gar nicht droppen können. Aber ja, er tut es. Als letzte Zeile im letzten Part vom Song, welcher damalig im Vorhinein als das krasseste aller Zeiten angeteasert wurde und als Einleitung für Sonny Black 2 galt, ist diese Zeile schon eine wirklich krasse Blamage. Und ja, das waren ein paar wirklich beschissene Zahlen von der Deutschrap-Legende King Sonny Black. Ich hätte Bock, aus dem ganzen Konzept ein kleines Format zu machen, dass wir uns für jede neue Folge einen Künstler raussuchen und uns mal über ein paar lyrische Schwächen erfreuen. Schreibt also gerne in die Kommentare, auf welche Künstler ihr Bock hättet. Ich glaube, das ist ganz witzig für zwischendurch. Ich bedanke mich bei meinem Patreon. Ja, also wie gesagt, ich finde auch das bei Bushido sehr schade, dass der manchmal so komplette Ausfälle hat. Ja, es ist halt irgendwie, ist es halt auch so ein bisschen lustig bei dem irgendwie, ne? Es gehört schon fast dazu, aber es ist schon wirklich, also, keine Ahnung. Dass er dafür bezahlt, ist wirklich, weiß ich nicht, Digga, finde ich sehr schwierig.